Herzlich willkommen beim Kochen mit Peterchen beim DJ. So, jetzt werden wir hier mal ein paar Sachen vorstellen, die wir brauchen. Wir kochen hier Spätzle dazu, zu einem leckeren geschnetzelten, Schweinegeschnetzelten. Dann brauchen wir natürlich auch Knoblauch dazu, Schlagsahne. An Gewürze nehmen wir dann hier. Haben wir hier Paprika, Schaf, Pulver, habe ich doch gar nicht dazu getan. Das ist Paprika Edelsüß. Ja, aber trotzdem. Das kommt da mit rein. Nein. Doch. Kurkuma. Das kommt da mit rein. Dann Curry. Thymian. Natürlich ein Schuss Wein. Unbedingt. Ja, das ist ja auch noch dazu. Ich dachte Rosé-Sekt. Ja, Pfeffer habe ich schwarz gedacht. Aber gut. Wolltest du nicht Rosé-Sekt damit reintun? Ja, Gemüsebrühe. Die kommt da noch. So. So, dann nehmen wir hier einen Schuss Olivenöl. Und das in die Pfanne rein. Nehmen und dann mein Schauerchen. Wobei, ja, kenne ich mich nicht aus, das müsste man trotzdem. Glaube ich nicht, wenn mir alles täuscht. Ja, so, die höchste Stufe, wenn sie auch die höchste ist. Und das können wir dann noch ein bisschen Butter mit dabei. Und die Butter. Ja, da, die sind vielleicht alle gerade in der Spülmaschine. Ich stehe einfach so ein bisschen Butter mit dazu. Natürlich noch zu wenig. Das Fleisch soll ja auch braten. So, jetzt brauche ich noch hier so ein Schüsselchen und da tue ich mir das Fleisch rein. In der Zeit wird das Fett da heiß. So, dann baue ich das Fleisch hier rein, die Schüssel. Und dann tue ich das schon mal erstmal mit den Fingerchen waschen. So, jetzt habe ich hier das Fleisch, habe gerade die Finger gewaschen. Jetzt tue ich hier einfach mal wahllos. Ich fange hier auch sogar mit der Brühe schon mal an. Die haue ich da so rein und brate das mir schon mal an. Dann hier. Pfeffer, so eine kleine Prise. Dann kommt dazu ein bisschen Thymian, also nicht zu viel. Wobei, ich bin wieder blind. So. Dann kommt noch dazu, was haben wir hier? Curry. Ja. Curry können wir auch ein bisschen nehmen. So. Aber nicht zu viel. Schmeckt das Ganze ja immer nur nach Curry. Und dann nehmen wir noch dieses Kurkuma dazu. Oh ja. So. Du hast nachts dich schon kaputt. Oder war das auch Curry? Kurkuma gemahlen. Okay. So, jetzt habe ich das Fleisch hier drin, wie ihr seht. Und das tut man jetzt schön mit einem Gabel oder sowas. Mal schön einarbeiten, das Zeug. So. Damit das schön anbrät. In der Pfanne. So, wir haben jetzt hier natürlich auch den Knoblauch. Den hatten wir ja vorhin. Vorbereitet, das tue ich jetzt hier einfach mal einmal so ein bisschen über Kreuz schnipseln, dann das hier reinschnipseln mit einem ganz blöden Messer. Ich habe auch noch ein scharfes Messer, aber da schneidet man es sehr leicht dran. Das ist ein Profimesser, habe ich mir für teuer Geld gekauft. Ja, ich schneide nicht. 6 Euro bei Rewe. So. Das ist mein Schlachtermesser. Schlachtermesser ist ja. Mhm. Und dann kommt das auch noch mal runtergelenkt, das Gedöns. Dann müssen wir die Pfanne runterstellen, alles in die Pfanne hauen. Und den Abzug nicht vergessen anzumachen. Ja, den Abzug auch nicht unbedingt. Also ich würde das jetzt mal weglassen mit dem Abzug. Ich mache immer die Dunstabzug, sonst riecht hier nachher meine ganze Bude. Dafür habe ich den ja. Weil das hört man nämlich im Film. Ja, das hört man bei mir immer im Film. Ja, eben. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht könnte man es ja mal... Nee, dann stinkt die Bude. Hier wird nichts ausgelassen. Auf 1 kann man den ja wohl stellen. Also ihr merkt, der Thorsten ist und bleibt einfach ein Schweinehund. So, jetzt haben wir hier das in das heiße Fett reingetan. Ich tue das jetzt nur mal ein bisschen auseinanderwurzeln und dann lasse ich das in Ruhe, damit das auch schön anbraten kann. Müssen wir das jetzt noch runterstellen oder bleibt das auf der höchsten Stufe? Nee, das bleibt jetzt erst nochmal hoch, weil es soll ja wirklich heiß sein. Und sonst wird das nicht angebrochen.
Dann wird das Fleisch nachher nur so weiß und das mag gut jeder, wie er es mag. So, jetzt habe ich das mit Massigpersonal. Alles jetzt. So, und jetzt müssen wir das natürlich hier auch ein bisschen umdrehen. Sonst wird die eine Seite zu braun oder vielleicht sogar schwarz. Das wollen wir ja nicht. Aber ich sehe schon, es hätte ruhig noch ein bisschen warten können. So, dadurch, dass wir das vorher gewürzt haben, kann das schöner anbraten und deswegen habe ich das gemacht. Und jetzt kommt hier nochmal ein Schuss von der Brühe rüber. Jetzt. So, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass man da mal so einen schönen Schuss Wein nimmt. Zuerst natürlich selber und dann natürlich nicht selber. Das war jetzt ein großzügiger Schuss. Also du schaltest jetzt das Ganze runter? Mhm. Die Zahlen erkenne ich nicht. Bei 4, glaube ich, ist das. Dann nehmen wir mal die 3. Und 2 reicht auch schon. So. So, jetzt ist die Sahne dran. Dann nehmen wir aber nicht die ganze Sahne. Das wäre zu viel. So. Ich hätte die ganze jetzt dran gemacht. Ja? Ja. Aber das schmeckt dann eben so nach Sahne. Ich ja, ich wollte ja mit Creme Fien kochen, das wolltest du ja nicht. Das ist eigentlich viel zu viel Flüssigkeit, aber gut, ist jetzt egal. Na, mal Soßenbinder. Dann mache ich es wieder auf die höchste Stufe, Soßenbinder. Mit sowas koche ich nicht. So, 6. So, jetzt lassen wir das noch richtig aufkochen. Hast du, ja, ich sehe schon, du hast Mehl. Dann tun wir jetzt ein bisschen tricksen. Aber das muss erst etwas aufkochen, sonst klappt das nicht. Brauchst du eine Schürze zu kochen? Nö. Du könntest meine Kochschürze kriegen, da steht drauf, heute koche ich. Ja, das ist ja nicht schlecht. Das können wir ja aber bei der Pause machen, durch die Anlegen, oder? Sollen wir das mitfüllen? Nein, die kannst du bei der Pause anlegen, nur damit du dich nicht verspritzt, darum geht's ja. Naja. Bist du nachher voller Fett. Ja, sollen wir das ein bisschen einarbeiten hier. Ich hätte das Fleisch gerne noch ein bisschen brauner gehabt, aber gut, so ist es auch okay. Also hier bei der Soße könnt ihr jetzt schön sehen, durch das Mehl bestäuben ist das schön verdickt. Man muss natürlich schauen, dass man beim Bestäuben nur ganz dünn bestäubt. Man kann es aber auch wiederholen, das habe ich vorhin gemacht. Und jetzt seht ihr, wie schön es angedickt ist. Und was ist jetzt runtergenommen von der Platte? Damit das nicht noch dicker wird. Das wird jetzt dick. Ich wollte jetzt auch noch einen Schuss Milch noch mit rein tun. Wird das jetzt auch aufgenommen? Ja. Ja, da kommt jetzt noch ein Schüsschen Milch rein. Da komme ich jetzt aber nicht so dran. Ich muss jetzt nicht viel Milch nehmen. Jetzt ist es ein bisschen zu dünn. Nö. Jetzt musst du wieder andicken. Nein. Das ist wunderbar. Weil das Licht ist ja noch auf der Platte und soll ja auch auf der Platte bleiben, damit das Fleisch noch ein bisschen nachgaren kann. So. Wie ihr seht, so hat es eigentlich genau die richtige Konsistenz, die Soße. Es wird jetzt sowieso wieder ein bisschen dicker, wenn das jetzt hier drauf stehen bleibt. Dann mache ich jetzt mal auf klein, auf 3 habe ich jetzt. So, und jetzt können wir schon den Topf sauber machen für die Nudeln, die Spätzle. So, und jetzt kommen wir an die Spätzle-Geschichte. Da hauen wir jetzt mal so. So, ich hoffe, dass das schon reicht. Das reicht. Und guten Appetit. Hier kommen, nehmen wir noch einen Schluck. Ja, nee. Ja, trink noch einen. Ich muss gleich Auto fahren. Schweine. So,